Hallo Zwilling, wie geht's? Ich bin Phoenix. Ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich wollte mit dir zusammen schauen, wie die Energie für diese letzte Woche jetzt im März für dich stehen. Ja, schauen wir mal zusammen. Unter dem Deck Zwilling haben wir einen Ritter der Schwerter. Ist eine Energie, die viel mit Kommunikation zu tun hat. Eine schnelle Kommunikation, sehr energisch. Und wenn das ist, was du gerade erwartest, ist das, was wie die Energie für diese letzte Woche für März, also für die nächsten Tage, vom März, ja. Das ist eine Energie, was mit Kommunikation zu tun hat, ja. Unten der Ritter der Schwerter haben wir ein Ast der Stäbe, was auch für einen neuen Anfang mit viel Leidenschaft, aber es könnte mit der Arbeit zu tun haben oder mit einer Person, aber. Schauen wir mal, wie sich die Karten zusammenbinden, ja? Und die Karte der Wagen auch eine Karte sehr viel Erfolg, ja. Also sehr interessante Karten hier. Zwilling, als Thema, als dein Gegenwart, haben wir eine Herrscherin. Die Herrscherin spricht für ein Sternzeichen Waage und spricht auch für einen neuen Anfang, ja. Mit einer Person, mit einer Energie. Ist eine große Arkana, eine Karte mit viel Reichhaltigkeit eigentlich auch. Es ist eine sehr reife Energie. Eine positive Energie auf jeden Fall, ja. Es ist eine Frau, wir reden von einer Frau oder einem Mann auch, Zwilling. Eine Person, die vielleicht auch schon bereits Kinder hat. Vater oder Mutter ist auf jeden Fall. Und eine Person schon mit viel Erfahrung im Leben und viel Stabilität. Also ist eine sehr, sehr positive Energie, ja. Eine liebe Person, ja. Guck mal hier. Erstaunlich. Begleitet mit Ratteschicksals. Ja, ich werde mir sowieso noch mehrere Karten als Klärung rausholen, aber. Entweder sind diese jetzt Änderungen für dich, die kommen, Zwilling, was natürlich mit deinem Schicksal zu tun hat, ja. Änderungen, die sich für dich ergeben werden. Oder sonst reden wir von einer Energie, die nochmals in dein Leben kommt.
die schon mal da war und die wieder in dein Leben kommt. Ja, das werden wir jetzt auch sehen. Ich hole mir jetzt mehr Karten raus, ja? Aber guck mal, wir haben schon mal zwei große Arkana direkt als Thema bei dir. Zwei große Arkana und positive Karten. Also auf jeden Fall, sei wie es sei, wir reden hier von Änderungen. Ja. Änderungen, die vielleicht sogar Zwilling auch sich auch schnell ergeben werden, weil wir hatten ja für, als Energie für diese letzte Teil des Monats März haben wir ja einen Ritter der Schwerter. Ja, ist eine schnelle Karte, eine sehr schnelle Karte. Und ich habe dir auch gezeigt, hier der Wagen, ja, spricht auch für Reise auch. Entscheidungen, Reise auch, ja. Eine Karte, die viel mit Erfolg zu tun hat und eine positive, große Arkane auch. Also, ja. Sehr interessant, ja. Ich meine jetzt interessant, Zwilling, weil wenn ich mich nicht irre, wir haben ja in deinen vorherigen Karten auslegen auch über Änderungen gesprochen, ja. Ehrlich gesagt, ich habe mir jetzt diese vorherigen Kartenauslegen nicht mehr angeschaut, aber in Erinnerung habe ich irgendwas da. Und diese Energie ist immer noch hier. Klar, es gibt manche Sachen, die sich nicht von heute auf morgen geht. Ja, also es benötigt man schon eine bestimmte Zeit, aber doch. Ich hole jetzt ein paar Karten noch raus, ja? Unter dem Deck haben wir der fünfte der Schwerter, Zwilling. Das haben wir bei dir ab und zu mal so. Es hat auch viel mit Gedanken zu tun. Ne? Eine gewisse Misstrauischkeit ist in dieser Karte immer. Guck mal, ein König der Kelche spricht für ein Wasser, Sternzeichen, entweder Krebs, Skorpion oder Fische. Und die Hohepriesterin hier auch noch. Schauen wir mal jetzt. Erstaunlich, Zwilling. Ich hoffe, ich kann das wirklich so gut in Worte fassen, dass ich die besten Sätze hier raussuche. Aber es ist wirklich total interessant, was für Karten für dich jetzt rausgekommen sind, ehrlich. Unter dem Deck haben wir den Teufel. Kommt auch oft in deine Karten auslegen. Aber in meine Karten auslegen kommen er auch immer, muss ich dir sagen. Er ist immer dabei. Ja. Auf jeden Fall, wir wissen schon, was das heißt, ne, Zwilling. Also das hat, es ist auch Sternzeichen, spricht hier für Steinbock, sagen wir mal erstmal so. Es ist eine Karte, die viel Energie mit sich, viel Kraft, viel extrem, alles, es spricht über Extreme immer, alles, ja. Wenn es über eine Beziehung gesprochen wird, kann natürlich auch viel Leidenschaft in diese Beziehung stecken, aber auch
eine Beziehung, die auch ein bisschen etwas toxisch sein kann. Natürlich von alle möglichen Abhängigkeiten kann auch diese Karte reden. Auch von dritten Personen, auch von untreue Situationen und klare Situationen. Oder also der Teufel, wir wissen schon, was eigentlich ein Teufel ist. Und oft ist nicht positiv, ja. Irgendeine Sucht auch. Also jede Situation ist anders und jeder kann es für sich in seine Situation anpassen. Und jeder weiß, worüber hier gesprochen wird eigentlich. Und ja, der Teufel. Unter dieser Karte ist der Herrscher. Spricht für Sternzeichen wieder. Eine ermächtigte Person kann entweder auch ein Chef sein. Eine Person, die eigentlich sehr wichtig für dich ist in deinem Leben. Wo viel Abhängigkeit gibt, Zwilling. Also hier reden wir über eine toxische Beziehung. Guck mal, Zwilling, mit der Herrscherin zusammen, also wir hatten ja die Herrscherin, begleitet jetzt mit der Sechste der Schwerter und der Zweite der Kelche. Sind so interessant die Karten, die rausgekommen sind, Zwilling. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich. Also ich. Auf jeden Fall, wir reden hier über eine Beziehung. Also sag mal so, wo für dich alles bedeutet. Also die zweite der Kirche ist die beste Karte, was mit Liebe zu tun hat. Sag mal so. Ist eine Karte, die spricht, also es ist eine Person, die mit dir sehr viel gemeinsam hat. Ja, eine Person, wir können sogar auch von Seelengefährten reden. Aber der Sechste der Schwerter spricht natürlich für eine Situation, die sich ergibt hier. Trotz dieser Gefühle, was da sind, man verlässt diese Situation. Guck mal, Zwilling, ich mache halt ein bisschen zu. Es ist halt interessant, guck mal hier. Also wir hatten ja Ratteschicksals. Ratteschicksal ist begleitet mit der Neunte des Schwerter und der Siebte des Schwerter. Zwilling, schau mal nur kurz, wie viele Schwerter ich schon habe. Weil ich muss dir sagen, ich hatte ja nämlich auch der Fünfte der Schwerter, habe ich sie ja gezeigt. Fünfte der Schwerter, Siebte der Schwerter, Neunte der Schwerter, Sechste der Schwerter. Eine sichere Sache ist, Zwilling, dass du dir sowieso, dass von vornherein du dir momentan auch viele, viele Gedanken machst. Also das können wir schon so sagen. Und nicht unbedingt positive Gedanken. Du machst dir schon einen Kopf. Also du machst dir über eine Sache Sorgen. Also du denkst einfach sehr viel über eine Situation, die dich auch nicht mal schlafen lässt. Ja, natürlich hat mit einer Person zu tun. Und eine Situation aber, die kommt und geht, Zwilling. Eine Situation, die dich ständig in dieses ständige Hin und Her und wieder. Also der Siebte der Schwerter. Der Siebte der Schwerter spricht für diese Situation, wo man immer wieder kommt und geht. Und noch zusammen mit der Ratte Schicksals bestätigt das auch noch doppelt. Das ist eine Bestätigung, eine Doppelbestätigung, dass diese Person,
Oder diese Situation, sag mal so, weil klar, was ich jetzt nicht weiß, Zwilling, ob das jetzt durch die andere Person jetzt ist, ja? Ja, oder du, oder beide, klar, weil ich meine, immerhin gehören immer zwei, damit sich eine Situation ergibt, ne? Also eine Person alleine, ja, also sind immer zwei Personen, ja, und das sage ich halt immer. Und also in weniger Worte gefasst, zusammengefasst, also hier gibt es eine Situation, Zwilling, die sehr wahrscheinlich nötig ist, dass hier Änderungen kommen, so wie die Rat des Schicksals auch deutet, also Änderungen, aber die eine Situation, die viel mehr zu tun hat mit dieses ein Zyklus, die nie zugeht. Also es ist eine Situation, die sich immer wiederholt, immer wieder. Immer wieder. Ich kann es aber auch verstehen, weil wir haben hier der zweite der Kelche, eine Energie, eine besondere Energie hier. Es ist nicht irgendwie, hier ist natürlich etwas, also eine sehr viel Anziehung ist hier, viel Anziehungskraft, also viel eine Abhängigkeit auch. Also ich glaube, das hatten wir jetzt gerade mit dem Teufel gesehen, haben wir vorerst gesagt, ja, und der vierte, der, guck mal hier haben wir die Herrscherin, ja, und der Herrscher habe ich dir gerade gezeigt. Also wir haben nämlich, das war nämlich so, der Teufel, der Herrscher und der vierte der Münzen war direkt hinter der Herrscher. Und deswegen habe ich dir gesagt, hier reden wir wirklich über eine toxische Beziehung. Ja? Ja. Eine Abhängigkeit mit einer Person, aber wirklich sehr stark, Zwilling. Und hier, wie gesagt, ist der Herrscher und hier ist die Herrscherin. Also, es ist ja dieses Paar, ja. Also, und diese Situation, Zwilling, wiederholt sich ständig in deinem Leben. Wie lang, weiß ich nicht. Also möglicherweise jetzt Zwilling, vielleicht ist die Zeit auch dafür gekommen, ergibt sich hier eine Transformation, ja? Denn mit der Sechste des Schwerter zeigt sich schon diese Transformation eigentlich hier schon, ja? Man verlässt eine Situation mit sehr viel Schmerzen, aber eine Sache, die nicht einfach ist. So, wir reden über eine Übergangsphase hier. Mit viel Schmerzen, weil dir ist eigentlich bewusst, wenn wir nicht von dir reden, Zwilling, reden wir von der anderen Person, von der anderen Energie, die vielleicht ist, die Person, die die Entscheidung trifft und gehen möchte. Ja. Hier wird eine Transformation sich ergeben, weil ich habe jetzt auch die Karte der Tod rausgeholt, der Zehnte der Münzen und der Ass der Schwerter.
Also hier ergibt sich wirklich in diese Situation in der Familie, wir reden hier sehr wahrscheinlich auch von Kinder, Verantwortung, also finanzielles Verantwortung hier, aber wir reden schon über eine Familie, über Familie und hier ergibt sich eine Transformation. Und der erste Schwerter zeigt auch nach Kommunikation auch eigentlich. Aber der erste, und für einen neuen Anfang eigentlich, und aber auch für einen Schluss in eine Situation, ja. Diesen Schluss zeigt sich hier auch mit dieser Sechste des Schwerter. Und wie gesagt, Zwilling, es kann sich die Situation auch spiegeln, ja. Also entweder bist du die Person, die diese Energie verlässt, ja. Oder sonst ist die andere Seite aber normal. Sei wie es sei, also erlebt sich hier eine Transformation. Das ist, was du gerade als Thema hast, Zwilling. Das heißt, es ist eine Situation, die gerade in deinem Leben ist, wo da ist, ja. Denn das Rad des Schicksals dreht sich immer wieder und dreht sich, aber bei dir kommt immer wieder das Gleiche wieder zurück, ja? Es ist, ob es praktisch kein Ende hätte und immer wieder das Gleiche. Und irgendwie ist es vielleicht die Zeit gekommen, ja, um hier diese Veränderung, diese Transformation zu erleben. Wahnsinn, in deine Unbewusstheit. Zwilling, haben wir ja natürlich der Zehnte des Kelche. In einem anderen Fall würde ich dir sagen, ist eine wunderschöne Karte. In dem Fall hier jetzt die Nummer 10 spricht von einem Ende, ja. Warum nehme ich das jetzt als nicht so positiv? Weil eigentlich nicht nur, weil ich das die Karten jetzt in deiner Gegenwart jetzt so habe. Diese Karten rausgekommen sind und auch wegen dieser Zehnte auch der Münzen, also Zehnt und Nummer 10. Also hier spricht man schon über eine Ende, eine Sache, die sich ein Ende hat. Diese Karten, diese wunderschönen hier Karten, die von Familie, finanzielle Stabilität etc. reden könnte, ist in deinem Fall hier nicht unbedingt so, sind nicht positiv, weil die sind begleitet nämlich mit ganz dubiose Karten, ja, also die nicht positiv sind. Deswegen ist das für mich nicht so in dem Fall. Diese Zehnte der Kelche spricht Zwilling für Familie natürlich, aber die eine Transformation erlebt. Und das ist für jede Situation anders. Und diese Karte als Begleitung jetzt hat nämlich der Achte der Kelche und nochmals diese Siebte der Schwerter. Die haben wir zweimal. Siebte der Schwerter wiederholt sich bei dir zweimal, Zwilling. Ist keine ehrliche Energie. Ist nicht ehrlich. Diese Energie ist, es spricht von jemandem, die Gespräche vermeidet oder vermeiden möchte, die mit der Wahrheit nicht mit der Wahrheit geht. Eine Person sogar, die vielleicht klaut, eine Person, die lügt. Eine Person, die, wie gesagt, nicht mit der Wahrheit geht. Es ergibt sich hier keine Gespräche, keine ehrlichen Gespräche. Eine Energie, die man nicht trauen kann. Diese Energie haben wir zweimal. In deine als Thema. Überhaupt zusammen mit Rad des Schicksals. Das ist das Schlimmere dabei eigentlich. Es verstärkt diese Energie noch mehr.
Und jetzt in deine Unbewusstheit, wie gesagt, wir haben das siebte und achte, also siebte der Schwerter, achte der Kelche. Begleitet mit dieser zehnte der Kelche, die ist ja eine wunderschöne Karte. Aber deine Gefühle hier langsam, also wie gesagt, man merkt, also es ergibt sich hier eine Änderung, also eine Transformation auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, Zwilling, wir hatten das in deinen vorherigen Kartenauslegen auch gehabt. Also wir haben auch über Änderungen gesprochen. Natürlich, wie ich dir auch am Anfang gesagt habe, Änderungen kommen nicht von heute auf morgen. Das ist logisch, ja. Das ist auch logisch. Die Karten, die Energien sind da viel schneller, klar. Die zeigen ja eine Situation, die zeigen Energien, aber auf diese materielle umzuwandeln, also auf unseren Handlungen umzuwandeln, das ist alles ein Prozess, die viel Zeit nimmt, viel Zeit nehmen kann. Diese achte Kelche wiederholt sich auch als Energie, habe ich hier auf dem Tisch. Und die Karte der Tod, muss ich dir sagen, Zwilling, ist wirklich erstaunlich. Die Karte der Tod wiederholt sich auch zweimal. Spricht für Sternzeichen Skorpion, ja? Aber die ist auch zweimal da. Du weißt, also die Karte der Tod, eigentlich ist nicht schlecht. Ich würde sagen, spricht natürlich für eine Situation, die eine Transformation erlebt. Und oft eine drastische auch Transformation. Aber diese Transformationen ergeben sich, weil notwendig sind. Ja? Vielleicht für uns ist das, wir sehen das in dem Moment auch anders. Oder wir kämpfen dagegen. Also wir sollen wirklich nie gegen eine Transformation oder Änderungen kämpfen. Am besten ist fließen, mit der Situation fließen, weil hier ist wirklich notwendig, Zwilling, dass sich hier was ändert. Und du weißt das auch. Es ist natürlich, es fällt nicht einfach, ne? Es fällt nicht einfach. So, es ist auch klar, dass wenn solche Energien in der Nähe sind oder in der Familie ist oder in irgendeiner Art oder Weise da ist, ergeben sich Änderungen. Mit solchen Energien kann man nicht für immer und ewig leben. Also irgendwie ergeben sich doch Änderungen. Ob wir die treffen oder nicht, aber irgendwann ergibt sich, weil das ist... nicht positiv. Guck mal, als in dein Bewusstsein, Zwilling, wir haben ein neunte der Stäbe. Ja, zeigt auch diese Energie von eine Person, die schon sehr viele Verletzungen hat, also viele Enttäuschungen und trotzdem da steht und weitermacht, ja, aber in Wirklichkeit hat er diese Person die Situation schon müde. Es ist schon eine Situation, wo man keine Lust mehr hat.
Und diese Karte spricht, also es ist Nummer 9, es ist kurz vor, bevor man sagt, okay, bis hier und nicht mehr, also weiter. Also es ist eine Karte, die schon kurz vor einem Ende auch ist, ja. Die Nummer 10 ist ja ein Ende und das ist ja Nummer 9. Und man merkt, es ist wirklich, wie gesagt, eine Person, die schon mehrere Kampf hinter sich hat und misstrauisch schon mittlerweile ist, ja. Ist begleitet, guck mal hier, mit der Karte der Wagen. Der Karte der Wagen habe ich dir auch vorher gezeigt, ja. Spricht für Sternzeichen Krebs und ist eine sehr erfolgreiche Karte, also sehr erfolgreich und spricht auch für Reise, für Bewegung. Kommunikation, genau wie der Ritter der Stäbe, spricht auch viel für Kommunikation. Schnelle Kommunikation. Beide Karten reden von Bewegung und Kommunikation auf jeden Fall. Und wir sollen es nicht vergessen, als Energie für diesen halben Monat jetzt März haben wir auch einen Ritter der Schwerter. Auch, spricht auch für Kommunikation. Schnelle, energisch. Wir haben die zwei schnelle Ritter hier, der Schwerter und Stäbe. Die sind die zwei schnellsten Ritter. Und die beide reden viel von Kommunikation. Reise, Bewegung. Sogar eine Situation, die sich schnell ändern wird. Also hier, wir haben ja Nummer 9, kurz vor dieser Nummer 10, ja. Es ist eine Situation, die schnell mit Schnelligkeit zu tun hat. Mit, ja, viel Handlung und was auch mit Erfolg dann am Ende zu tun hat. Also ich meine, es ist eine Sache, die gute Wirkungen, gute Ergebnisse haben wird. Ja, also die Karte der Wagen ist ja eine positive Karte. Was auch mit Entscheidungen zu tun hat, mit Kommunikation, Reise und Erfolg auf jeden Fall. Auf das, was du jetzt, ja. Augenblick bitte. Oh, Mann. Auf jeden Fall viel Erfolg, ja. Und, Entschuldigung. Ja. Wow. Wir haben jetzt hier auch eine Königin der Münze, Zwilling, spricht auch für Stier, Jungfrau oder Steinbock. Und der Achte der Münzen. Man sieht hier auch viel, was mit Arbeit zu tun hat, mit Finanzielles zu tun hat. Und sonst eine Person, die nicht in deiner Nähe wohnt auch und eine Person, an der du auch gerne dran arbeiten würdest, eine Energie. Karte da, das Gericht und der vierte der Schwerter. Hat mit jemand natürlich von der Vergangenheit, hat mit jemand von der Vergangenheit zu tun, ja.
Ja. Schon vielleicht will man es nochmals versuchen mit einer Person von der Vergangenheit. Und trotzdem ist natürlich dieses Gefühl von Misstrauischkeit, ja, eine Situation nicht trauen, aber man möchte irgendwie doch an diese Energie dran arbeiten, ja. Es werden auf jeden Fall Gespräche kommen, man wird zusammenkommen und aha, hier gibt es eine Situation, wo du auch viel nachdenken wirst über diese Sache. Ja, in deinem Bewusstsein sieht man schon also dieses Nachdenken hier. Und wenn das natürlich jetzt mit dieses Thema zu tun hat, mit der gleichen Person zu tun hat, es ist wirklich ein Grund mehr, warum man wirklich über die Situation nachdenken muss. Ja. Doch, Wahnsinn. Guck mal hier. As de Stäbe, einen neuen Anfang, wirklich. Einen neuen Anfang. Und weißt du, warum ich staune? Weil As de Stäbe, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber war direkt hinter der Ritter der Schwerter, hatten wir diese As de Stäbe auch. Was auch für diesen neuen Anfang sprach, ja. Und ja. Und ich denke immer mehr, dass diese Person auch nicht in deine gleiche Stadt wohnt. In deiner Nähe. Weißt du warum? Weil hinter der As de Stäbe haben wir nämlich auch der dritte der Stäbe. Zeigt auch eine Person, die an jemanden denkt. Also du denkst an jemanden, die nicht in deine gleiche Stadt wohnt, die du halt besuchen musst. Und deswegen hier der Wagen auch. Und der Ritter der Stäbe. Also es viel zeigt sich hier viel dieses Bewegung, also um jemanden besuchen zu können. Aber wirklich, man zeigt hier eine Situation, wo man wirklich dran arbeiten möchte. Aber es ist nicht ohne, also du, hier zeigt sich schon trotzdem etwas Misstrauischkeit, ja. Es ist etwas, du musst da hier richtig schauen, Zwilling. Wenn das wirklich mit diesem Thema zu tun hat und es ist wirklich so aussieht, wie es hier ausgebildet wird, verstehe ich diese Neunte der Stäbe. Dann verstehe ich diese Karte auch. Dieses, die Situation noch nicht so vertrauen. Weil, obwohl so gute Karten sind und so weiter, aber trotzdem, Wurf, Gefährte. Guck mal hier, ich hole noch eine Karte raus und kommt nochmals ein As der Stäbe. Zweimal zusammen waren diese zwei Karten. Und nicht nur das, sondern wir haben ja der As der Stäbe hier. Ich habe dreimal die gleiche Karte. Zwilling. Also, so ungefähr zeigt zu diesem neuen Anfang einfach. Mit viel Leidenschaft dabei. Ganz stark, sage ich dir. Ja. Es ist halt so. Also, ich könnte noch mehrere Karten rausholen, aber irgendwie kommt jetzt auch ein Puppe der Kelche für dieses Liebes, diese Liebebotschaft. Auch eine jüngere Energie, ja? Vielleicht reden wir auch über einen Altersunterschied. Könnte möglich sein, nicht bei allen. Aber diese Energie ist da.
Ja. Klar, wir dürfen auch nicht vergessen, als Thema hatten wir ja die Herrscherin, ja. Und jetzt in dein Bewusstsein ist aber eine Königin der Münzen. Ja. Also. In deiner näheren Vergangenheit haben wir ein Puppe der Schwerter begleitet. Guck mal hier. Nochmals mit der Herrscherin und die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit spricht für Sternzeichen Schütze und die Herrscherin für Waage. Also hier gab es schon eine Situation. Die Herrscherin, die wir als Thema haben, wiederholt sich auch schon in deiner Vergangenheit, ne? In Begleitung mit der Mäßigkeit ist eigentlich eine positive Karte. Die Mäßigkeit spricht ja für dieses Ausgleichen. Ist auch ein Engel, die eine Energie, die eine Situation führt. Es ist natürlich eine Energie es hat mit langsamer, es ist eine langsame Energie, ja, und die uns nach im Geduld bringt. Und vielleicht war diese Kommunikation, hat sich in deiner Nähe Vergangenheit, war eigentlich sehr langsam oder keine Kommunikation mit dieser Person. Naja, der Ritter der Schwerter und der Bube der Schwerter. Und nochmals ein Bube der Kelche. Wir reden wirklich über einen Altersunterschied sogar vielleicht. Und viel Kommunikation hier. Aber eine von beiden wollte einfach es nicht versuchen. Also es war ein Gefühl von, man möchte diesen Schritt nicht machen oder die Intuition hat hier irgendwie eine große Rolle gespielt in deiner näheren Vergangenheit. Eine Situation hat diesen Schritt nicht möglich gemacht. Da war auch die Mäßigkeit auch in dem Fall auch da. Die Situation hat sich nicht ergeben können hier. Puff. Weißt du, was ich überlege, Zwilling? Wir haben nämlich hier wir haben die Mäßigkeit zusammen mit der Herrscherin und als Thema haben wir natürlich auch wieder die Herrscherin mit der zweiten der Kelche. Guck mal, wir haben die Herrscherin wiederholt sich zweimal und der Zweite der Kelche und die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit hat auch zwei Kelche in der Hand. Und beide Karten zusammen, man merkt, ist eine Beziehung, eine Energie, die wirklich von oben geführt wird, von Engeln geführt werden. Auch eine Situation, sehr wahrscheinlich, was mit Schicksal zu tun hat, ja. Die Sache ist, in deiner Nähe Vergangenheit hat sich
nicht ergeben. Wir haben ja auch der vierte der Kelche, der ja. Es war irgendwie eine Situation, wo man sich nicht befreien könnte. Eine Blockade war hier, eine Negativität, irgendwie eine Situation, wo man das Gefühl hatte, man könnte sich von etwas nicht befreien. Von einer Person sehr wahrscheinlich, von einer Situation nicht befreien. Es sind viele Schwerter hier, Zwilling. Wie gesagt, spielt viel mit den Gedanken die Situation. Also die Gedanken, diese negative Gedanken, total interessant, ja. In deine Zukunft zeigt sich der fünfte der Kelche, Zwilling. Diese fünfte der Kelche spricht, zeigt auch wieder so eine Nostalgie, ja. Nostalgie, Traurigkeit, eine Situation bereuen, also etwas, was man vielleicht anders machen hätte müssen oder. Auf jeden Fall, die Vergangenheit ist da, präsent in deine Zukunft. In deine Nähe Zukunft, sag mal so, ja. Ist die Vergangenheit sehr präsent? Das ist natürlich. Guck mal hier, was für zwei Karten. Zwilling. Begleitet nochmals mit einer Mäßigkeit. Die Mäßigkeit haben wir ja doppelt. Die Mäßigkeit doppelt hier, sprich für Sternzeichen Schütze. Und das Gericht sind zwei Engel, Zwilling. Das Gericht und die Mäßigkeit sind zwei Engeln da. Du sollst Geduld haben. Ja, also es ist eine Situation, die sehr wahrscheinlich langsam erstmal Zeit nimmt, ja, weil du. Du bist ja wahrscheinlich in einer Heilung oder du musst irgendwie eine Situation heilen. Diese Situation von der Vergangenheit, Zwilling, benötigt von dir eine Heilung. Guck mal hier, die sind zwei Engel. Die eine spricht für Heilung. Und die andere zeigt Schmerzen, die man schon hier hatte. Also die eine ist Heilung und die andere ist schon Schmerzen. Ja, sind zwei große Arkana. Wichtige Karten. Das Gericht spricht für ein neues, eigentlich ein neues Aufwachen. Was auch sehr schmerzhaft ist, Zwilling. Um diese Karte zu bekommen, um diese Karte zu gelangen, also und wir sollen nicht vergessen, wir haben Rat des Schicksals da. Das ist auch eine sehr karmatische Situation, Zwilling. Du erlebst gerade eine karmatische Situation. Ja? Also du bekommst praktisch eine zweite Chance im Leben, die Sachen anders zu machen. Mein Gefühl ist aber auch, Zwilling, du heilst diesen Karma. Es nimmt aber Zeit. Nicht, dass du denkst, eine Situation, die man von heute auf morgen
hinbekommt. Nee, eigentlich nicht. Das nimmt etwas Zeit. Das sagt nämlich die Mäßigkeit, ja. Eine Heilung ist nicht eine Sache, die man wirklich, aber du musst wirklich diese Situation heilen und dich davon befreien, was die Vergangenheit ist, Zwilling. Und ich glaube, mit wir reden zusammen immer vom Kartenauslegung zu Kartenauslegung über das Gleiche. Und ist auch logisch, weil immerhin ist auch die Mäßigkeit hier. Das ist eine Situation, die nicht von heute auf morgen geht. Du heilst ein Karma, Zwilling, die du von anderen Leben schon mit dir schleppst, ja? Und wenn du es richtig machst, Zwilling, wenn du es hinkriegst und es richtig machst, kann es sogar möglich sein, dass du in dieses Leben, diesen Karma, dich von diesem Karma befreien kannst. Denn diese zwei Karten zusammen sind einfach mehr als positiv. Ja? Deine Situation wird wirklich von Engeln geführt, Zwilling. Du musst daran glauben. Erstmal, du bist nicht alleine. Du bist auf keinen Fall alleine. Es könnte sogar sein, dass jemand, die sehr eng mit dir war, die auch schon mal gestorben ist oder irgendwie auch nicht mehr in diesem Leben ist, dich auch begleitet, Zwilling. Ja, ich glaube ganz fest daran. Also, ich wiederhole es, wenn du es, dieses Geduld, diese Heilung durchmachst, könnte es sogar wirklich sein, dass du diesen Karma, was du von anderen Leben mitschleppst, dass du hier in dieses Leben endlich mal heilen kannst, dich davon befreien kannst. Und, ja. Natürlich, das Gericht spricht auch für wieder Menschen von deiner Vergangenheit. Der fünfte der Kelche zeigt auch diese Nostalgie. Aber das Gericht zeigt auch diese irgendwie Gespräche sogar mit Leuten, Menschen von der Vergangenheit. Und sehr wahrscheinlich ist es auch wichtig. Das ist sehr besonders, was wir hier für dich haben, Zwilling. Sehr besonders, diese Karten hier möchten uns so viel sagen, diese zwei Karten. Und es ist sowas für positiv und die Engel sind so präsent hier in diesen Kartenauslegen für dich. Mein Gefühl, wie gesagt, ist dieses Befreien, diese Befreien, diese Heilung. Dieses von deiner Komfortzone rauszukommen. Von einer Komfortzone rauszukommen, Zwilling, heißt nämlich auch, dich von der Vergangenheit zu befreien. Komfortzone hat immer mit Vergangenheit zu tun. Ja? Du kommst von dieser Komfortzone raus, endlich mal. Denke ich, Zwilling, ja. Jede Situation ist anders und jeder erlebt es anders und
Das kann man gar nicht so jetzt hundertprozentig bei allen sagen, aber das, was wir hier haben, sehr besonders ist, das kann ich dir schon sagen. Also, denn weißt du, Zwilling, was ich sehr stark merke, ist, dass wir auch sogar von Menschen reden, die nicht in diese Welt schon sind. Wir haben hier jemanden, der Trauer auch. Und dann haben wir das Gericht, was mit Gräber zu tun haben. Leute, die, verstehst du, was ich meine? Und für jede Situation können diese drei Karten anders heißen, ja? Weil das heißt natürlich nicht, dass wir über das Gleiche für alle reden. Nee. Also das kann für manche Situationen so heißen, für andere so heißen. Also wir haben mehrere Sachen hier, wie ich es dir jetzt bis jetzt genannt habe, alle Sachen, die sein könnten. Aber hier ist einfach eine Situation, die sehr deutlich ist auch. Sehr deutlich. Sehr deutlich, ja. Entschuldigung, meine Pause, ja, Zwilling. Sehr interessant. Ja, es kann möglich sein, dass bei manchen wirklich etwas, was mit in der Familie jemand auch ein Verlust, was wirklich mit einer Person in der Familie zu tun hat. Aber das ist eine empfindliche Sache, wo es auch nicht nötig ist, zu sehr rein zu greifen, finde ich, muss man nicht unbedingt jetzt. Guck mal, als deine Einstellung zum Thema Zwilling, deine Gefühle, wir haben Dritte des Schwerter, ist auch eine Karte, die manchmal bei dir auch so auch kommt. Spricht auch für einen Treubruch, ja, eine Treulosigkeit. Sind halt Enttäuschungen, Schmerzen hier. Und Schwerter momentan sind ja was mit einer Person zu tun hat, ja. Ja. Also guck mal, nochmals der Dritte der Stäbe. Ja. Also, es hat natürlich mit jemand, die vielleicht sogar auch nicht unbedingt bei dir ist. Weiß auch nicht, er soll ständig wie diese drei der Stäbe gezeigt, für Reise auch, für jemanden, die nicht in deiner Nähe ist. Aber auch Nummer drei, ja, Nummer drei und Nummer drei. Wir könnten auch hier über eine dritte Person natürlich reden, ja. Ich habe nämlich Dritte der Schwerter, Dritte der Stäbe. Dritte der Stäbe wiederholt sich zweimal. Dann habe ich Dritte der Münzen. Und es wird die Nummer drei sehr stark bei dir gezeigt.
Also, was via über eine dritte Person, von einer dritten Person gesprochen wird. Es ist eine Situation, die wieder, diese neunte der Stäbe wiederholt sich zweimal, ja. Eine Situation, die, wo man dubios ist, ja. Guck mal, nochmals Rate Schicksals. Wir haben dreimal Rate Schicksals hier. Als Thema hier und wiederholt sich ein bisschen nach oben auch wieder. Rate Schicksals. Sind Änderungen, ne? Hier endet sich eine Situation, ja. Ich denke, das sowieso. Egal, ob wir jetzt hier reden über eine Person, die sich immer wieder in dein Leben kommt, was auch sehr möglich sein könnte, weil Rate Schicksal spricht für diese, ist dieses Wiederholung, ja, diese Wiederholung. Aber eine Situation, die du auch schon langsam, einfach langsam müde hast. Was du von außen ansiehst, wir haben eine Königin der Schwerter. Spricht auch für Zwilling, Waage oder Wassermann. Die Königin der Schwerter ist eine Energie, die sehr direkt ist und Klartext spricht. Jemand, der auch mit der Wahrheit geht und auch aber einen Schnitt in eine Situation macht, wenn es auch nötig ist. Begleitet mit einem Herrscher, guck mal hier, der Herrscher und der Sechste der Stäbe. Also der Herrscher spricht für Sternzeichen wieder, eine sehr in dem in dem Fall hier zeigt eine sehr stolze Energie. Viel Stolz ist hier mit dieser Person. Ist eine ermächtigte Person und diese Energie hatten wir schon bei dir gesehen. Ne? Ist eine sehr ermächtigte Person, was sehr wahrscheinlich vielleicht sogar mit deiner Arbeit zu tun hat. Ein Chef oder auf jeden Fall eine stolze Person. Eine stolze Person, aber und die nochmals kommt wieder, nochmals kommt, aber wie du da reagieren wirst, das kommt drauf, auf diese Gespräche drauf an, aber die Königin der Schwerter ist sehr direkt dabei. Wahnsinn. Ich habe noch zwei Karten geholt. Kommt dir der König der Münzen und Königin der Stäbe. Also Erde-Sternzeichen und Feuer-Sternzeichen. Hier sind sehr wahrscheinlich Entscheidungen zu treffen. Kann schon möglich sein, dass wir hier von jemand von der Arbeit reden, ja? Jemand von der Arbeit reden. Es kann ein Feuersternzeichen sein, perfekt. Wie gesagt, wieder Löwe oder Schütze sein. Eine sehr stabile Energie, etwas stolz, sehr wahrscheinlich, aber und der dritte der Kelche hat mir gefällt. Das war die letzte Nummer 3. Dritte der Kelche. Was natürlich für Erfolg reden kann, aber mittlerweile denke ich, hat viel mit einer dritten Energie zu tun. Und eine jüngere Energie. Ja? Eine unreife Energie vielleicht sogar bei manchen.
als deine Wünsche. Wir haben ein Puppe der Kirche. Wieder diese junge Energie. Ja, es, wie gesagt, es, bei manchen spricht man hier schon über einen Altersunterschied. Oder sonst ist die Energie einfach entweder einfach neu, etwas, was neu anfängt. Oder sonst aber auch eine sehr unreife Energie. Ja, jemand, der vielleicht auch so um dein Alter ist, aber nicht unbedingt zu sehr reif ist in seinen, weil wir haben zu viele, also alle, fast alle Puppen hier. Puppe der Kelche, Puppe der Stäbe, Puppe der Schwerter. Ja, ist eine, guck mal, begleitet, guck mal hier, Zwilling, begleitet mit einem Zente der Stäbe. Und Rate Schicksals. Eine Situation, die die sich wiederholt. Aber hier, jemand kann nicht mehr, möchte nicht mehr. Eine Situation hier hat ein Ende, Zwilling. Und das ist meiner Meinung nach höchste Zeit. Tatsächlich, jemand möchte hier jetzt mit einer Liebe-Botschaft nochmals kommen. Also das haben wir ja ständig überall. Guck mal, der Puppe der Kirche wiederholt sich auch hier. Und auch, guck mal hier, gibt's nicht in deine Vergangenheit. Diese Puppe hier, haben wir, es wiederholt sich dreimal. Und dann, zusammen mit der Puppe der Schwerter. Es ist keine reife Energie. Keine reife Energie hier, was wir hier haben. Es ist eine Situation, die ständig dreht. Dreimal der Rat des Schicksals. Natürlich redet ja der Rat des Schicksals für Änderungen. Es ist logisch, ja. Und das wird bei dir auf jeden Fall auch sich ergeben. Ja, weil es hat ein Ende. Dieses ständiges wieder hier und her kommen. Es hat ein Ende. Das zeigt auch viel die Karte der Tod. Wir haben die Karte der Tod zweimal hier. Und das Gericht, die Mäßigkeit, sind total sehr starke Karte, was wir hier für dich haben. Sehr ermächtigte Karten. Wir reden von großen Arkana, die für diese Änderung und Transformation bei dir reden. Und es ist sehr wichtig, Zwilling, es ist sehr wichtig, dass du und du weißt, wo und was gemeint wird, aber dass du einen Schnitt in eine Situation machst. Als Ergebnis haben wir einen König der Schwerter. Spricht für dich auch? Das könntest du sein, Zwilling, für Waage oder für Wassermann. Für mich eine sehr positive Karte, weil diese Karte spricht ja für viel Kommunikation. Es ist eine Energie, die sehr deutlich mit der Sprache geht und sehr mit der Wahrheit auf jeden Fall eine sehr ehrliche Energie. Und wenn ich überlege, Zwilling, dass wir schon so oft dieses ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Ich kann ihn so wenig leiden, weißt du? Wenn wir ständig diese Energie hier haben und dann sehe ich diesen hübsche Energie hier, es beruhigt mich voll und ganz. Also diese Kommunikation mit der Wahrheit ist hier. Diese ehrliche Energie ist auf jeden Fall hier. Mit diesem König der Schwerter. Und der auch gar keinen Spaß macht. Also begleitet mit einem Neunten der Kelche. Wünsche, die in Erfüllung kommen. Gott sei Dank, oder? Und Zweite der Stäbe. Natürlich, Zweite der Stäbe spricht immer noch für eine Entscheidung, für eine Person, die nachdenkt, in der Ferne schaut, noch in der Vergangenheit sogar,
Aber diese Person hier hat die Welt auf seine Hand. Du hast auch die Macht von deinem Leben. Ja? Ja, von ihm zu machen, was du möchtest. Also, du hast die Entscheidung, Zwilling. Und du weißt, welche Entscheidung das Beste für dich ist. Ja. Denn der zweite der Stäbe denkt nach, aber weiß schon, was er möchte. Er weiß schon, was die richtige Entscheidung ist. Diese drei Karten zusammen sind positiv, alle drei. Hier haben wir schon eine Person, die weiß schon, was sie möchte. Und ja, lässt sich auch von seiner Intuition führen. Und hier bist du kurz davor, also deine Wünsche in Erfüllung zu bringen. Und der König der Schwerter weiß schon, was er macht da. Also er hat klare Ideen und er bringt auch klare Ideen in dein Leben. Und das ist wirklich sehr positiv. Ja. Sehr positiv. Schauen wir mal, was die Tarot der Orakel der Liebe für dich haben. Eine sehr starke Legung heute, meinst du nicht, Zwilling? Naja, vielleicht bin ich auch das ein bisschen übertreibt, alles ein bisschen übertreibt, aber klar, wenn man die Situationen nicht kennt, ja, also man macht sich ja tausend Gedanken, was es sein kann und was nicht. Und manche Situationen, was man sich vorstellt, sind ja extrem. Und dann vielleicht hat das nicht so unbedingt mit so einer extremen Situation zu tun, ja. Deswegen muss man, jeder von euch muss sich das in der Situation anpassen. Ja. Bleibe aufgeschlossen. Dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Wir reden hier über Seelengefährten, ne? Hier reden wir über Seelengefährten. Dein Seelengefährten unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Bleibe aufgeschlossen. Lass deinen Ex-Partner los. Die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Bitte schön. Lass deinen Ex-Partner los. Lass dir von deinen Freunden helfen. Bitte andere um Unterstützung und nimm sie an. Ist auch wichtig, ja, wenn du Hilfe in irgendeiner Art oder Weise brauchst, nimm Hilfe auch an. Du musst nicht alleine mit deinen Gedanken, mit den Gedanken und mit deinen Problemen sein, ja. Trau dich und nimmt auch Hilfe von anderen, nimmt sie an. Ist sehr wichtig. Anziehungskraft. Du siehst noch romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Also tatsächlich hier reden wir trotzdem über eine Sache,
religiöse Faktoren. Dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und deinen spirituellen Weg beeinflusst. Wow. Bei jeder ist es anders. Es kann, wir können hier über einen Altersunterschied, wie gesagt, reden, von kulturellen Religion. Bei jeder ist es anders. Aber guck mal hier. Nochmals, Seelengefährte. Ja, dies ist dein Seelengefährte. Und passt Live-Beziehung. Ihr habt euch schon früher gekannt. Guck mal hier. Staune, ehrlich. Gib dir Mühe. Große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Sehr wichtig, gib dir Mühe. Und wir können sehr wahrscheinlich auch von Kindern hier reden. Man sieht Kinder wieder, ja? Wahre Liebe, wow. Die Chemie stimmt. Also, Zwilling, hier gibt es eine Sache, die wirklich für dich bald sich ergeben wird. Auf jeden Fall, Wünsche werden in Erfüllung kommen. Das ist dein Ergebnis. Zwilling, ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen. Ich hoffe, dass ein Wort oder ein Satz dir irgendwie etwas Klarheit in deine Situation bringt oder zumindest zum Nachdenken bringt, ja? Weil manchmal mit Tarot das Gute dran ist, dass man halt irgendwie zum Nachdenken gebracht wird von manchen Sachen, was wir halt vielleicht sogar ändern müssen. Wenn das so ist, habe ich auch mein Ziel erreicht mit dir, Zwilling. Ich freue mich auf dich in so mehr oder weniger 2 Wochen wieder, ja? Und dann schauen wir zusammen, wenn du möchtest, wie sich die Energien ändern für dich. Dankeschön, dass du mich zuhörst. Dankeschön auf jeden Fall auch für deine Abos, ja? Die sind sehr wichtig für mich. Und ja, vielen Dank und wir sehen uns bald, ja? Pass auf dich auf, Zwilling. Tschüss.